in uns, da schlägt doch das Herz eines, mein kleines Herz, eines 007. Viele haben den Film gesehen, GoldenEye, und jeder wollte einmal zumindest mit dem Originalauto von James Bond mal fahren. Und diesen Traum hatte auch mein nächster Gast. Und gesagt, na gut, wenn er mit diesem Traumauto mal um die Kurve fahren möchte, kann er haben. Herzlich willkommen bei der versteckten Kamera, Jörg Dräger. Ich habe nicht übertrieben, dass ich gesagt habe, also in uns schlägt doch so ein kleines Herz von 007. Also wenn man den Film sieht, ist ja eine tolle Sache. Kann man davon ausgehen, ja. Und du hast dieses Originalauto aus diesem Film bekommen und solltest eine Strecke fahren. Welche? Zunächst mit dem Flieger Köln-München und dann von München nach Aachensee, das ich nicht kannte, in Österreich. Und es gibt sicherlich sehr, sehr schöne Möglichkeiten, nach Österreich zu reisen. Es war der Horrortrip. Mein Schicksal erfüllte sich in Aachenkirchen. Der Horrortrip von Jörg. Ein Traum wird für ihn zwar wahr, aber bei James Bond heißt es ja auch immer, gerade in Sachen Auto, man fährt nur einmal. Außentemperatur 25 Grad, Durchschnittsgeschwindigkeit 130 km/h. Sein Name Dräger. Jörg Dräger. Sein Ziel Österreich. Doch vorher kommt der Zoll. Ist das der neue BMW oder ja. der Z3? Das ist der Z3 und zwar der Original aus dem Film. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe auch alle Knöpfe dafür, ich darf sie nur nicht anfassen. Aha. Hier ist der große rote Alarmknopf. Aha. Aber toll, ich bin total begeistert von dem Auto. Also, kontrollier mal eben schnell und bin gleich wieder da. Ja, klar. Wir schauen also, ist das jemand? Nee, ich fahre nur, der wird in Aachenkirch der Presse vorgestellt von BMW und ich fahre ihn rüber. Okay, steigen Sie mal aus, bitte? Ja, klar, kein Thema. Boris, du musst doch mal schauen hier. Haben Sie die Papiere von dem Wagen da? Moment. Jo, das sieht gut aus. Alles klar. So, kommen Sie mal. Ja, klar. Das haben Sie eingebaut? Bitte? Das haben Sie angeboten? Nee, das ist der Originalwagen aus dem James Bond Film. Und wer? Nein, ehrlich, so wie er hier steht, war er in dem Film. Sie heißen aber... Dräger. Und Sie wissen nicht, was das ist? Nee, nur Wolf, hast du sowas gesehen? Können Sie mal das ganz kurz mal eben hier erklären? Das mal. Bitte nur an keinen Knopf fassen, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Ach so, sagen Sie, können Sie mir sagen, was, weil ich kenne diesen James Bond Film, habe ihn jetzt schon zweimal gesehen. Also, ja. also MG, totaler Fan. MG nehme ich mal an, wird da vorne das MG jetzt sein? Ja, geht das da los oder wie? Nee, ich weiß nicht, was da wird. Der kommt gleich ein Stuntman noch vor, da, zu der Presse und der wird dann da irgendwas vorführen. Aha. Und was ist das jetzt hier? Das ist jetzt Alarm? Das ist jetzt bitte nicht ein. Das ist jetzt einfach mal ein. Ich. Was macht er denn jetzt? Schaut sich mal schnell wieder aus. Da macht irgendwas mal klar. Das ist aus, dass wir hier nicht so einen Lärm machen. Bankcomputer. Damit spinnt ihr oder was? Ja, ich kann nicht nichts für. Ich habe gesagt, bitte nichts dran machen. Ja, aber Sie können doch nicht mit so einem Fahrzeug hier durch die Gegend fahren. Oh, ist aber kein Witz, du, wenn das jetzt jemand sieht von den Kollegen. Ich hol die jetzt mal ran. Herr Schröder, wollt ihr damit nach Österreich? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Machen Sie mal den Kofferraum auf. Haben Sie noch mehr so eine Überraschung an Bord? Ich kann es Ihnen doch nicht sagen. Ich kann Ihnen doch nicht mehr sagen als das. Was ist das? Gehen Sie mal zur Seite. Ja. Das ich hole die von BMW. Was ist das? Ich schalte aus. Wo sieht es aus? Ist das ein Witz oder was? Ah, das ist ja schrecklich. Die Sonne ist den ganzen Platz hier zu. Ich hab das Ding, die vom BMW sind gekommen und da fahren sie es mit so rüber. Das ist mir völlig egal, BMW oder was. Sie sind der Fahrerwagen. Ich wusste noch. Deswegen habe ich extra gebeten, keinen Kopf anfassen. Das kann doch wohl nicht sein. Sie können doch nicht mit so einer Kanone hier durch die Gegend fahren. Herr Schröder. Das machen wir jetzt wieder zu. Das tut mir echt witzig leid.
Das können Sie gerne wegmachen. Ja. Herr Schröder, hallo. Können Sie sich ein bisschen beeilen einfach, weil wenn andere Fahrzeuge kommen... Ja. Hallo. Können Sie einfach ein bisschen schneller machen, versuchen wir es später. Sie können doch nicht hier mit so einem Waffenlager durch die Gegend fahren. Ich kann Ihnen doch nur sagen, was ich gesagt habe. Die haben mir gesagt, fahren Sie aus dem Auto bitte rüber. Keinen Knopf anfassen. Also Boris, es blinkt immer noch. Ich wusste nur selbst nicht, was da alles dran ist. Das ist das Problem. Und wieso steht das nicht in den Papieren drin? Das ist... Ich weiß es nicht. Nur du pass auf, wir kontrollieren schnell mein Demo. Der Chef von BMW sitzt in dem Wagen, der vor mir fährt. Ja, das ist mir völlig egal. Sie sind hier mit an die Grenze gekommen. Ja, Sie haben ja... Und Sie wollen nach Österreich. Und Sie fahren hier mit irgendeinem Panzer in BMW-Verkleidung rum. Ja, überall. Kann ich noch ein Wasser holen? Machen Sie mal vorne auf, das ist da links der Hebel. Irgendwo. Dann schauen wir mal den. Was soll das denn? Scheiße, lass uns doch kommen. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt seid ihr verrückt mit einer Rumknallerei. Das brennt ja da. Das ist ja doch ein Wahnsinn. Wer war denn das? Der Herr hier. Ist ja, ich... Herr, 60.000 Mark kostet mein Auto. Das ist ja, ich wollte mit einer freien Urlaub fahren. Das ist ja das... Das gibt es ja gar nicht. Okay, beruhigen Sie sich. Ja, ist ja, beruhigen ist ja gut gesagt. Aber ich... Das ist mir gleich, aber Sie werden mir diesen... Natürlich. Ich kann überhaupt nicht. Haben Sie einen Personalausweis? Ja, bitte, aber Sie, gehen wir rein, ja. Eine Schweinerei, sag ich. Echt, Nico wäre noch nicht weggefahren. Eine Sauerei. Ich meine, das sind ja die ganzen... Ja. James-Bond-Effekte sind da drin. Ich weiß nicht, was der alles hat. Was ist da? Sind wir hier in einem schlechten Film, oder was? Was ich nicht kapiere, ist... Was machen Sie? Probier den Film voll. Okay, lassen Sie schnell abstempeln. No, und, genau. Hier ist irgendwas, wo spricht der jemand? Ich gehe. Ja, das so. Ja. Und ich versuche jetzt meinen letzten Humor zusammenzunehmen. Ich erzähle Ihnen nachher alles. Ich kann nur sagen, Tor 1, Tor 2, super Überraschung. Was muss ich drücken? Bitte nichts mehr bei. Nee. Also ich kann jetzt nur sagen, überall, wo wir bis jetzt drauf gedrückt haben, hat es eigentlich nur Unglück gebracht. Ich drücke nicht mehr drauf, ehrlich nicht. Herr Schröder, tun Sie es bitte einen Gefallen, kommen Sie zurück, weil wir haben wirklich schon genug Unheil angerichtet. Ja, Sie schalten das doch da aus. Das haben wir doch da auch gerade gemacht. So, Herr Drechsler, machen Sie das? Bitte nicht. Ich meine, der Arme hat es nicht. Ja, ich höre. Komm, Herr Schröder, seien Sie so lieb, kommen Sie bitte zurück. Herr Seger, bitte, jetzt ist alles aus dem Auto. Wir fassen nichts mehr an, bitte nicht. Oder gehen Sie beide weg, dann mache ich das. Ja, okay. Ja, okay. Achtung, Sie haben soeben den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Was denn jetzt? Das darf doch nicht wahr sein! Das Fahrzeug wird in 60 Sekunden automatisch zerstört. Das ist ja komplett, oder? Und da explodiert uns hier der ganze Zoll. Wir haben 30 Sekunden Zeit, die Selbstzerstörung auszuschalten. Hier hinter die Mauer da. Wir haben 10 Sekunden Zeit, die Selbstzerstörung auszuschalten. Das wollen Sie da drüben alles machen, jetzt vorführen. Ja, aber mit einem Stunt. Die sind kein Stunt, oder was? Sie können doch nicht damit rumfahren, durch die Gegend. Sie sind eine tickende Zeitbombe. Oder haben Sie bei dem James Bond so mitgemacht? Selbstzerstörung in genau 10 Sekunden. Seien Sie ruhig. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Explosion. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ich Thomas Orner und damit herzlich willkommen bei der versteckten Kamera.